Opatija speziell, jeder, der sich irgendwie mit der Geschichte befasst, sie ist, weiß, dass dieses Opatija ein Stück der österreichischen Kultur ist, und aber unter kroatischer Führung. Alte Dame mit jungem Herzen, das sollte das Schlagwort der kroatischen Stadt Opatija sein, in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Tourismus an der Ostküste der Adria geboren wurde, und das sogar mit dem Siegel der Herrscherfamilie Habsburg. Doch die Geschichte dieser in der Quarnerbucht befindlichen Stadt hat weit in die Vergangenheit reichende Wurzeln. Der Überlieferung nach befand sich an der Stelle der heutigen Kirche des heiligen Jakob, des Schutzpatrones der Stadt, eine heidnische Kultstätte, welche Apollo, der Gottheit des Lichtes und der Künste, gewidmet war. Auf die Fürbitte dieses Heiligen hin wurde die Benediktinerabtei gegründet, nach der auch die Stadt ihren Namen bekam. Das erste Mal wird Opatija schriftlich 1438 im Buch eines Notars aus Rijeka erwähnt, wo die Abbazia Sancti Jacobi ad Palum, die Abtei des heiligen Jakob am Stab, erwähnt wird. Die Geschichte der Familie Habsburg ist mit Legenden verflochten, die tief in die römische Vergangenheit reichen. Eine davon bringt die Habsburger in Zusammenhang mit Julius Caesar, der das Fundament des Römischen Reiches legte. Die andere jedoch ordnet die Familie Habsburg dem römischen Stamm der Pierre-Leoni-Familie zu, aus der Papst Gregor I., der Große, und St. Benedikt, der Gründer der Benediktiner, abstammen. Es gibt auch eine dritte Vermutung, nach der die Habsburger fränkischen Ursprungs sind, aus dem Geschlecht der Karolinger, dessen geschichtlich bedeutsamste Figur Karl der Große, der Wiederhersteller des Römischen Reiches in Westeuropa, war. Gerade in der Pfalzkapelle Karls des Großen in Aachen wurde 1273 Rudolf I. zum König von Deutschland gekrönt. Er gründete die Dynastie und erhob die Habsburger zu den wichtigsten europäischen Herrscherhäusern. Einige Jahrhunderte später wurde nach ihm auch Kronprinz Rudolf genannt, dessen Leben ebenso einen Teil der Geschichte unserer Stadt Opatija geprägt hat. Das ist eigentlich immer in der Geschichte schon drinnen gelegen, denn es hat ja von Anfang an angefangen. Es ist das doch schon eine Familie gewesen, die eine europäische Familie war. Schauen Sie, sie kam aus der Schweiz, sie kam aus dem Elsass, aber sie sind genauso auch gute Kroaten geworden und gute Ungarn geworden und verschiedenes andere auch. Wenn wir einige stürmische Jahrhunderte überspringen, kommen wir zum ersten Habsburger, Albert V., der im 15. Jahrhundert in direkten Kontakt mit den Kroaten kam. Der kroatische und ungarische Adel wählte ihn zum König, während der Gesandtschaft des unabhängigen kroatischen Dubrovniks die früheren Vorrechte bestätigt und sogar gewisser Schutz vor den stets gierigen Nachbarländern geboten wurden. Nach stürmischen Machtkämpfen zwischen den Adligen, andauernder Gefahr vor den Türken und der Bedrohung der Souveränität durch die ungarische Expansionspolitik stellten die Kroaten am 1. Januar 1527 ihr Königreich unter die habsburgische Herrschaft, indem sie Ferdinand I. zu ihrem König wählten. Kroatien blieb in unterschiedlichen politisch-staatlichen Gemeinschaften im Rahmen der Monarchie bis zu ihrem Zusammenbruch am Ende des Ersten Weltkrieges 1918. Wie wurde nun die kleine kroatische Stadt Opatija zu der meistbesuchten und beliebtesten touristischen Destination der ganzen habsburgischen Monarchie, gleich nach dem tschechischen Karlsbad? Das ist vor allem dem Patrizier, Händler und Freimaurer Eugenio Scarpa aus Rijeka zu verdanken, der 1844 auf der Halbinsel unweit der St. Jakob-Abtei ein schon bestehendes Objekt zur Villa Angiolina ausbaute. Für das riesige Gelände bezahlte er lächerliche 600 Forint.
In Erinnerung an seine geliebte Ehefrau Angiolina gab Scarpa dieser ländlichen Schönheit im adriatisch-biedermeierlichen Stil gerade deren Namen. Angiolina war die wunderschöne Tochter des Pietro Sartori, eines aus der Blumenstadt Sanremo stammenden Händlers aus Triest. Sie starb jung im 30. Lebensjahr. Die wunderschöne Villa ist mit Parks und Hainen, Springbrunnen und Gärten, reicher und verschiedenartiger Pflanzenwelt umgeben. Die Kamelien, welche gerade Scarpa aus ihrer Urheimat Ostasien brachte, ragen mit ihren prächtigen Blüten heraus und sind zum Wahrzeichen des touristischen Opatias geworden. Der Hauptpark ist eine Art Arboretum, in dem die Himalaya-Zeder, die Ulme, Pflaumeiche, Korkeiche, Tulpenbäume, Aloen, Riesenpalmlilien, Agaven und japanische Aokuben wachsen. Den Gästen von Opatia gibt diese Exotik einen Eindruck vom Paradies und bereichert den Spaziergang am berühmten Lungomare. Friedrich Julius Schüler, der unternehmungslustige Elsässer und Generaldirektor der österreichischen Südbahngesellschaft aus Wien, sorgte dafür, dass die wunderschöne, mit der Villa Angiolina geschmückte Landschaft von Opatia nicht nur ein beliebter Ausflugsort der müßigen Herrschaft aus Rijeka bleibt. Durch die Naturschönheiten bezaubert und vom Unternehmungsgeist angeregt, erbaute er die ersten Luxushotels Quarnero 1884 und 1885 Kronprinzessin Stefanie. Somit begann er mit der Verwirklichung seines Traumes, an der Quarner-Bucht ein zweites Nizza zu erschaffen. So wie die heutigen kroatischen Autobahnen eine schnelle und sichere Fahrt von Mitteleuropa in alle Teile Kroatiens gewährleisten, so war die Eisenbahn das wichtigste Verkehrsmittel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit dem Anschluss Opatias an das Bahnnetz, das sich über Rijeka bis zum Zentrum der habsburgischen Monarchie in Wien erstreckte, sind die letzten Hindernisse für eine intensive Tourismusentwicklung gefallen. Die großzügige Unterstützung des Wiener Hofs bei der Gestaltung einer eigenen Küstendestination für Luxusurlaub und das reichliche Geld der österreichischen Wohlhabenden, das in den Aufbau des Hotel- und Gastgewerbes investiert wurde, sowie die Behauptungen eminenter Ärzte, dass sich das wohltuende Klima positiv auf bisher schwer heilbare Krankheiten auswirkte, verliehen Opatia Exklusivität und vielseitigen Fortschritt. Mit dem Erlass des Kaisers und Königs Franz Josef I. vom 4. März 1889 wird Opatia mit 12 Sanatorien und 62 registrierten Ärzten zum offiziellen Kurort der Monarchie. Noble Klienten wurden damals von führenden europäischen Experten behandelt, wie zum Beispiel von dem renommierten Balneologen, dem Österreicher Julius Glax, während der weltberühmte deutsche Chirurg Theodor Billroth bei seinen Opatia-Besuchen den Kollegen mit nützlichen Ratschlägen zur Seite stand. Von der Landschaft Opatias bezaubert, konzipierte Dr. Max Josef Oertel ein System von Wanderwegen und die sogenannte Terrainkur. In nur rund 30 Jahren entstehen in Opatia prächtige Villen, Familienhäuser, Pensionen, Sommerhäuser, Kaffeehäuser, Wirtshäuser, Hotels, private Badeorte und systematisch angelegte grüne Parkanlagen. Die Kroaten bauten das Kulturheim und den Lesesaal Zora, worin sich angesehene einheimische intellektuelle, kulturelle und politische Persönlichkeiten trafen. Der Arzt Juraj Matija Sporer, der Opatia als Mekka des Kurtourismus befürwortete, und der Bürgermeister Andrija Štanger, der die kroatische Sprache in die öffentliche Verwaltung einführte, bleiben als die besten Beispiele des patriotischen Enthusiasmus jener Zeit. Den Geist dieser Zeit beschreibt am treffendsten das Syntagma Abbazianer Charme, der Charme von Opatia, der unbescheiden gesagt die wienerische Atmosphäre der Toleranz, der Zapplichkeit und der Offenherzigkeit an die Küste der kroatischen Adria übertragen hat. Zahlreiche Ankömmlinge aus allen Teilen der Monarchie formten in Opatia ein Geflecht der unterschiedlichsten Sprachen, Kulturen, Religionen, Bräuche, genauso wie es auch im Herzen dieses riesigen Staates der Fall war. Die kroatischen Ureinwohner akzeptierten ihre neuen Mitbürger schnell, weil sie eine ähnliche Denkweise verband, die die Menschen unabhängig von ihrer Herkunft respektiert. Es ist einfach, weil die habsburgische Politik an sich
sehr verbunden war mit der Bevölkerung. Es hat das immer gegeben. Bitte, wobei das eine zweiseitige Sache war. Denn man kann nicht eine einseitige Freundschaft machen. Entweder wachsen die zusammen oder sie wachsen nicht zusammen. Und was also gerade diese ganze Gegend, ob nun Istrien, aber ich würde schon die breitere Gebiet Kroatien von den Inseln vorhin. Und ich nehme mich als einfaches Beispiel, schauen Sie, ich war ja nur ein kleines Kind, wie ich dort war. Aber ich habe damals schon sehr viel von den Älteren gehört, was das für ein Wert ist, wie liebenswert die Bevölkerung ist. Und daher ist das ganz selbstverständlich, dass man dann schon etwas davon gewusst hat und irgendwie dann einfach nur eine Saatgut zu aufbringen. Und das finde ich ja bei sehr vielen, die kommen. Schauen Sie zum Beispiel damals, wie ich vorletzte Mal in Opatija war, haben so verschiedene ältere Leute auch gesprochen, wie sie dazu gekommen sind und wie sie jetzt ihre Kleinen, ihre Kinder, ihre Nachfolge über die Generationen hinbringen, weil eben das auch mit Jugenderinnerungen verbunden ist. Es war auch nicht besonders schwer, die großzügige, mediterrane Seele mit den flatternden hedonistischen Gewohnheiten der Wiener, die das Leben feierten und sich sorglos den Lebensfreuden hingaben, zu verführen. Deswegen wundert es nicht, dass die Mitglieder der österreichischen Aristokratie und des immer stärkeren Bürgertums Opatija als Klein-Wien am Meer erlebten. Dessen Atmosphäre, die Schönheit des Wiener Rings, die Gelassenheit der Promenade in der Kärntnerstraße und die Magie des Praters widerspiegelte. Opatija zog mit seiner Exklusivität adlige Gäste aus fast allen Herrschaftshäusern Europas an, wobei die besondere Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit den Mitgliedern der Familie Habsburg galt. Der erste Habsburger, der 1859 durch Opatija spazierte, war der jüngere Bruder von Franz Josef und künftige Kaiser von Mexiko, Ferdinand Maximilian. Er war der Wiederhersteller der Kriegsflotte der Monarchie, der Erbauer des Schlosses Miramar in Triest und Gouverneur von Mailand. Das böse Schicksal wollte es, dass die mexikanischen Rebellen unter der Anführung des Republikaners Benito Juárez gefangen nahmen und erschossen. Bereits 1860 kam wegen ihrer beeinträchtigten Gesundheit Maria Anna, die Ehefrau des ehemaligen österreichischen Kaisers Ferdinand V., zur Erholung. Nachdem sie einige Monate in Opatija verbracht hatte, erholte sich die Kaiserin wie durch ein Wunder und lebte noch ganze 24 Jahre. Es ist durchaus möglich, dass sie zu der späteren Entscheidung Franz Josefs, des Neffen ihres Mannes, beitrug, die Stadt, die ihr Leben verlängerte, zum Kurort zu erheben. Sicher ist, dass sie bei der Wiener Herrschaft die Aufmerksamkeit auf das wohltuende Klima von Opatija lenkte. Im Hotel Quarnet verbrachte den Winter 1884 Feldmarschall und Erzherzog Albrecht von Habsburg, der Neffe des Kaisers und stolze Sieger über die italienischen Separatisten bei Custozza. Das Hotel Quarner wurde in einer Rekordzeit von nur 10 Monaten nach Entwürfen der Architekten der Südbahngesellschaft Wilhelm und Mese erbaut. Als Sanatorium gedacht, sollte es an erster Stelle gesundheitlichen und nicht touristischen Zwecken dienen, und so ließ Albrecht dort seinen schweren Lungenkatarrh behandeln. Es ist nicht bekannt, ob die Resultate von Albrechts Behandlung Dr. Billroth, einen guten Freund des Thronfolgers Rudolf, dazu bewogen, im Wiener Fachmagazin für Medizin zu betonen, dass im Klima Opatijas auch leidenschaftliche Raucher ihren vom Zigarettenrauch verursachten Lungenkatarrh heilen können. Also, das klingt ja ausgezeichnet, auch heutzutage, wo das Rauchen aus der Öffentlichkeit fast verbannt worden ist. Der österreichische Thronfolger Erzherzog Rudolf verweilte in Opatija mit seiner Gemahlin, der belgischen Prinzessin Stephanie, sogar vor 1885, als sie bei der Eröffnung des Hotels Kronprinzessin Stephanie, das nach ihr benannt wurde, anwesend waren. In dieser Zeit war es eines der prunkvollsten Hotels in ganz Europa mit dem prachtvollsten Saal in der Monarchie. Heute kennen wir es unter dem Namen Imperial. Ein vollkommenes ästhetisches Erlebnis gab der später erbaute 11 Tonnen schwere Marmorkomplex des Brunnens, ein Werk des Meisterbildhauers Hans Rathauski. Im Hotelpark aufgestellt, stellt er die Gottheiten Helios und Selene dar oder das Sinnbild der Sonne und des Mondes, des Tages und der Nacht. Der Tag ist, versteht sich, für das Baden im Meer geschaffen und die Nacht für leidenschaftliche Liebesbegegnungen.
Leider war die Ehe von Rudolf und Stefanie für beide unglücklich und die Folgen der tragischen Geschehnisse erschütterten das Fundament der tausendjährigen Monarchie. So sickerten die Nachrichten von ehelichen Missverständnissen des zweiten Mannes der Monarchie und seiner Frau beim Volk durch und Opatija gewann als Ort der Handlung an zusätzlicher Publizität und Wichtigkeit. Der Erzherzog Rudolf widmete sich in Opatija dem süßen Leben unter der Ausrede, er wolle seine schwächliche Gesundheit heilen. Doch seinen eigenen Erzählungen nach genoss er die Jagd auf schöne Frauen von Opatija, Rijeka und in Kvarner. Während er die Villa Angiolina seiner Frau überließ, verbrachte Rudolf die meiste Zeit im Palast der Marinegesellschaft Adria in Rijeka. Ihn interessierte natürlich nicht die kroatisch-ungarische Handelsflotte, sondern die attraktive Anni Frankfurter, die Frau des Hauptdirektors der Adria, Emilio Curanda. Als Kaiser Franz Josef von der Affäre seines Sohnes mit der reichen jüdischen Erbin erfuhr, deren Bruder Albert Frankfurter der Hauptdirektor des österreichischen Lloyds in Triest war, ordnete er ihm an, im Interesse des Hofes das Verhältnis mit Anni zu beenden, was Rudolf auch tat. Doch der unbändige Rudolf, der Einzelsohn des strengen Franz Josef, widersetzte sich der konservativen Einstellung seines Vaters, mit der dieser die riesige Monarchie verwaltete. Die Leidenschaft für Frauen führte Rudolf in die Umarmung der jungen Gräfin Maria Wetscherer, die sich für ihn als eine femme fatale im vollen Sinne erwies. Denn Rudolf und Maria wurden am 30. Januar 1889 im Jagdschloss Meierling bei Wien unter nie aufgeklärten Umständen tot aufgefunden. Das geschah einige Tage nach einem ernsthaften Streit Rudolfs mit seinem Vater, der ihn danach aus dem Zimmer verwies. Es gibt mehrere Theorien, die dieses tragische Ereignis erläutern, welches wir mit der für uns zeitlich näheren Tragödie von Diana, der Prinzessin von Wales und der ehemaligen Ehefrau des englischen Thronfolgers Charles, vergleichen können. Der ersten, einfachsten Theorie nach ermordete Rudolf in einem Zustand psychischer Zerrüttung, die Folge politischer Machtlosigkeit und eines ungeregelten privaten Lebens war, zuerst seine Geliebte, die angeblich schwanger war, und danach sich selbst. Es gibt Zeugenaussagen einiger anderer Geliebten des Prinzen, die beteuerten, dass er auch ihnen ein solches Lebensende vorgeschlagen hätte. Eine Variante des ersten Szenariums ist, dass Maria nach einer Fehlgeburt gestorben sei, was Rudolf nicht ertragen konnte und sich schließlich umbrachte. Die zweite, offizielle Theorie besagt, dass die übermütige Maria den Prinzen vergiftete, was bei ihm einen tödlichen Herzanfall verursachte, wonach sie Selbstmord beging. Die dritte Konspirationstheorie bietet zwei Möglichkeiten und sie basiert auf der Zeugenaussage der Kaiserin Zita, der Witwe des letzten habsburgischen Kaisers Karl, die sie 1988 im Alter von 96 Jahren machte. Es wird behauptet, dass die Liebhaber von französischen Spionen ermordet wurden, nachdem es Rudolf abgelehnt hatte, an der Entthronung seines Vaters teilzunehmen, in der er übrigens die volle Unterstützung aus dem amtlichen Paris hatte, das das Haus Habsburg aus dem Mitteleuropäischen Bund mit Deutschland herauslösen und es Frankreich und Großbritannien zuwenden wollte. Die andere Möglichkeit ist die, dass Rudolf und Maria wegen der pro-ungarischen Einstellungen des Prinzen, die die komplizierte Staatsgemeinschaft aus dem Gleichgewicht brachten, von den Mitgliedern des österreichischen Sicherheitsdienstes getötet wurden. Die richtige Antwort darauf, was in Meierling geschah, enthüllt vielleicht Rudolfs Brief, den angeblich die unglückliche Stefanie in Opatija nach der Tragödie empfing. Der Erzherzog erklärt darin angeblich, dass er mit seiner Geliebten noch eine Nacht verbringen wollte, nachdem ihm sein Vater befohlen hatte, sie zu verlassen und zu seiner Ehefrau zurückzukehren. Maria habe das nicht akzeptiert und ihn in einem hysterischen Anfall, weil sie es nicht ertrug, dass er einer anderen Frau gehört, schwer im Genitalbereich verletzt. In unerträglichen Schmerzen habe Rudolf seine Geliebte angeschossen und beschloss, durch Gewissensbisse geplagt, sich danach selbst das Leben zu nehmen. Stefanie teilte ihr sein großes Bedauern mit. Rudolfs Brief mit ähnlichem Inhalt wird im Meierling-Museum aufbewahrt. Vielleicht hatte den Schlüssel des Geheimnisses von Meierling der Erzherzog Johann Salvator von Habsburg, mit dem sich Rudolf einige Wochen vor der Tragödie traf. Der Inhalt dieses Gesprächs ist unbekannt, aber es war wahrscheinlich ausschlaggebend für Salvators Entscheidung, das Heimatland zu verlassen, sich des Adelstitels zu entsagen und Johann Ort zu werden. Ein Jahr später ist er mit seiner Frau Millie Stubel in den kalten Gewässern von Kap Horn verschollen, während des Untergangs des Segelschiffes Santa Margherita, dessen Besatzung größtenteils kroatische Seemänner vom Kvarner bildeten.
Die Weltpresse berichtete von diesem Geschehnis mit der Insinuation, dass das Unglück nicht zufällig war und es mit Johanns Freundschaft zu Rudolf und den Geheimnissen deren letzten Gesprächs in Opatia zu tun gehabt hätte. Neue Theorien wurden durch Berichte der New York Times gefördert, die in darauffolgenden Jahren wiederholt über Zeugenaussagen mehrerer angesehener Augenzeugen schrieb, dass sie Ort lebendig und gesund in Städten rund um die Welt gesehen haben wollen, von Buenos Aires und London bis Paris und Wien. War trotzdem die Rede von einer Verschwörung mit den Ungarn? Vielleicht wird uns die Antwort in dem Roman Matthias Sandorf des genialen Jules Verne angeboten, der die Hauptfigur nach Johanns Bruder, dem Erzherzog Ludwig Salvator, den er in Venedig kennengelernt hatte, bildete. Die Handlung des Romans findet in Istrien in der Stadt Pasin statt, wo ungarische Verschwörer aus dem Gefängnis im Kastell fliehen, indem sie sich in die 130 Meter tiefe, geheimnisvolle Höhle von Pasin herabließen und dann durch ein unterirdisches Labyrinth bis zum Limski-Kanal kamen. Beide sind heute unumgängliche touristische Destinationen und uns bleibt die Frage, ob Verne seine Inspiration in den verdächtigen Plänen der extravaganten Brüder fand. Ludwig war am Wiener Hof verhasster als Johann, wegen seines ausschweifenden und hochmütigen Benehmens, was er offen zeigte, indem er oft in Opatia auf seiner Yacht Nixe weilte. Ludwig hinterließ einige Publikationen über die Adria, von denen die losen Blätter aus Abazia für Historiker besonders nützlich sind, weil sie die Zeit der Entstehung des mondänen Opatia widerspiegeln. Und was geschah mit der Erzherzogin Stefanie? Diese wurde nicht zur Königin von Kroatien, kam aber weiterhin nach Opatia und wurde auch, nachdem sie den ungarischen Grafen Elemer Lonja geheiratet hatte, zur Hauptfürsprecherin des Adels der Monarchie und ihr Name wurde zum Schutzzeichen von Opatia. Die Bewohner von Opatia haben sich bei ihr revanchiert, indem sie den Park und das Bergsteigerhaus auf der Utschka nach ihr benannten. Doch die Liebesprobleme von Stefanie schienen von ihr auf ihre Schwester, die belgische Prinzessin Luise, die Gemahlin von Prinz Philipp von Sachsen-Coburg, übergegangen zu sein. Luise verliebte sich unsterblich während ihres Urlaubs bei ihrer Schwester in Opatia in den Kavallerieoffizier Geza von Matacic Keglevic, den Onkel des weltbekannten kroatischen Dirigenten Lovro von Matacic. Nachdem Luise ihren Mann verließ und mit ihrer neuen Liebe geflohen war, kam es zu einem großen Skandal und zu einer keineswegs romantischen Fortsetzung. Das verliebte Paar wurde mit Gewalt getrennt, der kroatische Offizier zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und es wurden ihm Rang und Titel entzogen. Dazu noch wurde Luise als psychisch gestört erklärt und in eine Irrenanstalt eingesperrt. Die mutige Stefanie konnte ein derart grausames Schicksal ihrer Schwester nicht akzeptieren und beschloss, sich den verbissenen Entscheidungen der Hofgerichte zu widersetzen. Mit Hilfe französischer Ärzte bewies Stefanie, dass Luise gesund ist und genoss danach wegen ihres Einsatzes für die geliebte Schwester in der Öffentlichkeit ein noch größeres Ansehen. Um seinen verletzten Stolz zurückzugewinnen, forderte Philipp Geser zu einem Duell heraus. Das Duell fand 1898 in der Reitakademie in Wien statt. Philipp wusste nicht, dass gerade in dieser Akademie der schalkhafte Kroate Luise das Frauenreiten beigebracht hatte. Der zornige Philipp verlor auch diesen Kampf, nachdem ihn der geschickte Geser mit einem kurzen Schwert an Arm und Schulter verletzte, verschonte ihm aber das Leben, so wie es sich für einen Kavalier gehört. Die bekanntesten Liebhaber der Jahrhundertwende führten ihr stürmisches und leidenschaftliches Zusammenleben in ganz Europa bis 1923 und den Tod von Geser fort. Im folgenden Jahr starb auch Luise an gebrochenem Herzen und im Elend. Dem Zauber von Opatia konnte auch einer der mächtigsten Habsburger und Herrscher des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der österreichische Kaiser und kroatische König Franz Josef I., nicht widerstehen. 1848 löste er seinen Onkel Ferdinand V. ab, weil dieser als Kaiser den schweren Ansprüchen der Regierung der habsburgischen Monarchie nicht gewachsen war. Dabei spielte die Erzherzogin Sophie, die Mutter von Franz Josef, eine große Rolle. Sie mischte sich auch später in die Staatsangelegenheiten, aber auch in das Privatleben ihres Sohnes ein. Das habsburgische Geheimnis war ja schließlich und endlich die Tatsache eines relativ sehr großen Liberalismus auf der einen Seite, die Fähigkeit der Verschmelzung, der Aufrechterhaltung ohne zur Zerstörung der Substanz. Schauen Sie, was zum Beispiel doch die kroatischen Verbindungen für uns alle später in ganz weiten Orten weitergelebt haben.
Das ist es. Die Habsburger waren in ihren Völkern sehr verwurzelt, haben aber niemals versucht, die Völker zu verändern oder versuchen, ihnen eine